Der SC West zu Gast bei Rheingold-Poll. Das bedeutet, der Zweite empfängt den Dritten. Der SC mit der Chance, bei einem Sieg bis auf 5 Punkte an die in Rot spielenden Poller heranzurücken. Ein echtes Spitzenspiel also in der Kreisliga A. Die Gäste mit dem besseren Start in die Partie. Muhaimin Rashdi, aber Keeper Maxim Albov ist zur Stelle. Und der SC West blieb direkt dran. Starke Anfangsphase. Die Hausherren mit dem Druck überfordert. Alewell bringt ihn rein und jetzt ist Rashdi zur Stelle. Der Tunesier hat momentan das, was man einen Lauf nennt. Der 27-Jährige mit seinem 13. Saisontor 1:0 für den SC West, 18 Minuten gespielt. Bei den Pollern dagegen noch kein Spielfluss zu erkennen, aber über Standards gefährlich. Karic nur knapp neben das Tor. Der SC West seinerseits durch die frühe Führung mit sichtlich Selbstvertrauen. Rashdi verlängert mit dem Kopf und Schäfer schweißt das Ding ins Eck. Erst der vierte Einsatz für Valentin Schäfer in dieser Saison. Der 22-Jährige lässt Albov im Pollerkasten keine Chance. 2:0 West nach 43 Minuten. Zweite Hälfte, die Hausherren wechselten zweimal und setzten endlich auch spielerische Akzente. Und dann waren da ja immer noch die Standards. Keeper Nowotny im Kasten, erst klasse. Waldorf setzt nach, der Anschluss. Torschütze Kevin Klein, auch er zur Halbzeit neu im Spiel, mit dem kleinen Gruß an Kollegen Modest vom FC. 59 Minuten gespielt, nur noch 1:2. Die Gäste vom SC West dadurch aber nicht aus dem Konzept zu bringen und weiter im Vorwärtsgang. Alewell legt ab und Marco Posselt eiskalt vor dem Gehäuse. Die Blau-Gelben igeln sich nicht ein und das wird belohnt. 65 Minuten vorbei, 3:1 für die Gäste, auch wenn die Poller in dieser Situation mit dem Schiedsrichter hadern. In der Folge Rheingold mit erhöhtem Druck. Sie bewiesen jetzt, warum sie zu Recht auf dem zweiten Platz stehen. Waldorf, der Abschluss stark, die Parade noch stärker. In der 77. Minute dann gelb-rot für Gästekapitän Alewell Poll. Jetzt natürlich erst recht mit Powerplay. Klein wird gelegt, klare Sache, 11 Meter. Strafstöße bei Poll, Chefsache. Kapitän Dominik Müller verwandelt sicher. 10 Minuten vor dem Ende nur noch 2:3. In der Schlussphase dann nochmal viele Standards rund um den Strafraum des SC West. Auch der Pfosten heute kein Freund der Poller, die noch einmal alles versuchten, am Ende aber ohne Erfolg. Die Gäste gewinnen letztendlich verdient nach einer starken ersten Halbzeit und bringen Spannung in das Aufstiegsrennen der Kreisliga A. Poll kassiert die erste Niederlage der Rückserie, der Abstand auf Platz 3 mit 5 Punkten aber immer noch komfortabel.